Sei nicht so. Spring auch vom 10 Meter. Nee, ich nicht. Der Max hat sturmfreie Bude. Ich feier jetzt. Du feierst jetzt? Ja. Hä? Max hat heute Abend viel vor. Guten Morgen, wir fahren jetzt gleich nach Frankfurt und zwar feiern wir Gianlucas Geburtstag nach. Die Geburtstagsgäste sind schon da, wir werden mit zwei Autos fahren, weil in ein Auto passen die ganzen Gäste nicht. Und zwar hat sich der Gianluca gewünscht, in dieses Schwimmbad zu fahren, weil es da einen 10-Meter-Turm gibt und er möchte da mal runterspringen. Ja, mal gucken, ob er sich das traut. Ich bin schon total aufgeregt und gespannt. Und da kommt gerade Max um die Ecke. Hi Max, was geht ab? Und Max, springst du auch vom 10-Meter-Turm? Nee, danke. Ach komm! Nee. Du bist gerade erst aufgestanden, oder was? Ja. Sei nicht so. Spring auch vom 10 Meter. Nee, echt nicht. Okay, also, wie gesagt, ich fahre jetzt nach Frankfurt mit meinem Mann und den Geburtstagsgästen. Der Max hat sturmfreie Bude, genau. Und mal schauen, was noch so passiert. Der Max hat heute Abend viel vor. Was ganz Besonderes, erzählen wir euch später. Und mal gucken, was noch so passiert. Übrigens wollte ich euch noch mein Geburtstagsgeschenk zeigen. Und zwar... Tada! Magst du mal kurz halten, Max? Ja, das kann ich mal kurz halten. Okay, der Max hält kurz. Und zwar habe ich was ganz, ganz Tolles hier für euch. Und auch einen Rabattcode. Also, ich zeige euch jetzt erstmal das eine. Und zwar, schaut mal, wie schön das aussieht. Oh mein Gott, ich bin so begeistert. Max, gefällt es dir? Ja, gefällt mir. Würde ich sofort tragen. Würdest du tragen? Ja, ich wüsste zwar nicht, was es ist, aber ich würde es tragen. Okay. Und dann haben wir hier noch was. Der Max bringt mich immer zum Lachen. So. Ja. Hilfst du mir mal kurz? Ja. Tada! Eine Uhr. Eine Uhr. Meine neue Danielle Wellington, schaut sie euch an. Oh mein Gott, ist die schön. Mit dem weißen Ziffernblatt. Und die haben im Moment auch eine Sommeraktion. Da könnt ihr mal vorbeischauen auf deren Internetseite. Und ich habe hier noch das weiße Lederarmband dazu. Upsala. Gut, dass der Max mir hilft. Ja, da gibt es verschiedene, da könnt ihr mal vorbeischauen. Auf jeden Fall richtig schön und ich bin total begeistert und ich habe, wie gesagt, auch einen Rabattcode für euch. Ich möchte den nochmal unten in die Infobox und jetzt muss ich mich echt beeilen. Hier ist mein Hut bereit fürs Schwimmbad und ich werde wieder nicht ins Wasser gehen, aber ist egal. Also, ich muss mich beeilen und Max, du... ich feiere jetzt. Du feierst jetzt? Ja. Hä? Ja. Ich dachte, du passt aufs Haus auf. Ja, während ich feier, das geht ja auch klar. Also, bis später. Jetzt hole ich noch schnell draußen den Lissandro. Da ist der Lassi. Hey. Wahnsinn. Wahnsinn. Wow. Ohne Cut, ne Leute, das war gerade echt. Der Wahnsinn, hast du super gemacht. Ja, ganz toll. Verrückt, der Lissandro. Da drüben sind übrigens meine Pfingstrosen, sehe ich gerade. Ich liebe Pfingstrosen, die sind immer zu meinem Geburtstag da. Wir gehen mal rüber, ich zeige es euch mal. Da sind sie. Voll schön. Und da unten habe ich auch welche. Hier ist der Garten nicht so ordentlich, wie man sehen kann. Weil es hinten ist, ne? Aber vorne. Vorne muss alles ordentlich sein. Also Lassi, auf geht's. Ja. Wir gehen ins Schwimmbad. Tasche ist gepackt und wir gehen jetzt los. So, da sind sie, die Jungs. Und die schauen jetzt nach dem Zehner. Da ist er. Mal schauen, wer sich jetzt traut zu springen. Jetzt kommt der Luki. Super gemacht. Super gemacht. Der Luki ist jetzt der Letzte, der hochgeht. Und jetzt bin ich mal gespannt. Der erste Sprung vom Zehner. Luki, ich bin ganz von dir. Luki, 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 springen, spring jetzt. Komm, den Anlauf, komm. Komm, wie ich, voll los. Ja. Step to the Valeria. Oh mein Gott!
mein Kind ist gerade vom Zehner gesprungen. Super, Luki! So, also der Max, der stimmt sich gerade ein bisschen ein mit seinen Kumpels. Gleich geht's los. Er löst nämlich noch ein Geburtstagsgeschenk ein von der Mama. Was machst du, Max? Wir fahren nach Frankfurt. Okay. Beziehungsweise wir fahren ein bisschen durch die Gegend. Ja. In einer Limousine. Die ganz lang ist? Für wie viele Personen? Acht Personen. Acht Personen. Max musste entscheiden, wer mitfahren darf. Es war ein wenig schwer. Und danach gehen wir in den Club. Okay. Und danach, wenn ich wieder daheim bin, fahre ich ein bisschen. Mit dem Porsche von seinem Kumpel. Der gehört nicht uns. Okay, Max Schatz, also viel Spaß. Danke. Fahrt vorsichtig. Bella ist auch mit am Start. Ne, Bella? Willst du auch Limousine fahren? Ha, Bella? Bella? Nee, Bella hat keinen Bock. Und da oben sind auch noch Kinder. Bei uns sind immer Kinder, ganz viele. Okay, Max, also ich gehe wieder rein. Viel Spaß euch, ne? Ihr fahrt vorsichtig. Ja. Okay. Schnell und vorsichtig. Bella, das ist voll gemein, ne? Wenn die da Pizza essen, die Kumpels von Max. Ist das gemein? Hm? Und du kriegst nichts ab? Schaut mal, wie euch die Bella anschaut. Die achtet gar nicht auf mich. Bella? Hm? Oh, du Arme. Gib mal was ab, der Bella. Nein, ich mache nur Spaß. Ja, Bella, was sollen wir jetzt machen? Die gehen jetzt. Was ich, Zepp? Wir grillen jetzt mit diesen Kindern da oben. Weil der Luki noch seinen Geburtstag feiert. Oh Mann, ich sag's euch, bei uns ist was los. Was macht denn der Ball da oben? Max, seid ihr bereit? Okay. Okay, ein Gast hat diese Fidget-Dings da mitgenommen. What? Ich krieg's nicht hin. Oh, doch, jetzt. Mach ich's richtig? Schaut mal, ist das so richtig? Wenn sich's dreht, ja. Bella, schau mal. Ja, toll. Und jetzt? Super. Okay, wieder was dazugelernt. Bella? Komm, wir gehen wieder rein. Schau mal. Schau mal. Jetzt habe ich's. Bella, schau mal. Juckt die Bella irgendwie nicht. Guten Morgen. Ich muss ein bisschen leiser sprechen. Ein Teil der Geburtstagsgäste schläft nämlich noch. Gestern war es total schön in Frankfurt. Alle haben dann hier geschlafen. Ich erzähle euch dann später am besten davon. Ich wollte euch noch ganz kurz was zeigen. Und zwar war der Postbote gerade da und hat mir ein ganz großes Paket gebracht von Catrice bzw. Essence. Also ich würde sagen, ich zeige euch die Produkte das nächste Mal in einem Unboxing-Video. Ihr könnt euch schon mal freuen. Ein Teil davon geht nämlich an euch. Und hier habe ich noch ganz, ganz tolle Produkte zugeschickt bekommen, wie ganz viele andere Blogger auch, und zwar von Allianz. Die wollte ich euch ganz kurz zeigen, und zwar habe ich einmal dieses wunderschöne Polo hier in Weiß für meinen Mann. Dann habe ich dieses T-Shirt hier, das kann ich euch mal einblenden. Damit habe ich nämlich schon ein Video abgedreht, ist richtig schön. Dann habe ich hier noch ein anderes Polo für meinen Mann und diesen wunderschönen Pullover hier. Ich kann euch alle Links mal unten in die Infobox setzen. Keine Sorge, das ist keine Produktplatzierung. Ich habe aber sogar auch noch einen Rabattcode für euch ausschlagen können. Und dann wollte ich euch noch diese wunderschöne Tasche hier zeigen. Die gefällt mir so gut. Und zwar wird die für den Max sein. Der fährt nämlich bald an den Brombachsee mit seinen Kumpels bzw. fliegt in den Urlaub. Und da ist diese Tasche wirklich ideal. Ich finde aber, dass die auch für Frauen geeignet ist. Also selbst ich würde die dann mal zu einem Event tragen. Mir gefällt die auch richtig, richtig gut. Ne, wenn man mal für einen Tag unterwegs ist, passt die doch wunderbar. Die ist auch wirklich super gut verarbeitet. Ihr habt hier auch noch so ein Schloss mit dabei. Das ist hier versteckt. Das hatte ich vorher gar nicht gesehen. Das gefällt mir natürlich auch wahnsinnig gut. Und wie gesagt, von der Verarbeitung her ein ganz, ganz toller Shopper sozusagen. Auch mein Mann hat schon ein Auge drauf geworfen, muss ich auch dazu sagen. Und mal schauen, vielleicht fahren wir ja bald weg. Dann wird mein Mann hier schön seine Kleider reinpacken, ne? Also ja, gefällt mir total gut. Wollte ich euch jetzt hier in diesem Video zeigen. Jetzt muss ich mich beeilen. Wir gehen nämlich jetzt wieder ins Schwimmbad mit den Geburtstagsgästen. Und ich muss mich beeilen. Ich bereite nämlich jetzt Frühstück vor für die Jungs. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann später oder morgen wieder. Bis dann! Hallo, hallo, wir melden uns wieder bei euch. Wir haben es uns ein bisschen gemütlich gemacht auf der Terrasse. Ich packe jetzt noch ein paar Geschenke ein für mein Tauschpaket. Und Alessandro schneidet die Erdbeeren noch ein bisschen klein. Ich war schon fleißig, habe schon einiges eingepackt. Und wir wollten euch noch ein bisschen was vom Geburtstag erzählen, ne? Von Gianlucas Geburtstag. Und zwar sind wir ja extra nach Frankfurt gefahren, weil es dort einen 10-Meter-Turm gibt.
Und 7,50 Meter. Ja, und 7,50 Meter. Und der Gianluca hat sich das zum Geburtstag gewünscht, ja, dass er mit seinen Freunden halt zu einem 10-Meter-Turm kann. Und er ist tatsächlich gesprungen. Ich war so aufgeregt. Und der Bademeister hatte erst gesagt, dass der 10-Meter-Turm nicht aufgemacht wird. Weil sie zu wenig Personal hatten. Genau. Als der Papa hingegangen ist, hat er Nein gesagt. Ne? Und dann ist die Mama hingegangen und dann hat er Ja gesagt. Ja, und da habe ich mich natürlich total gefreut. Und die ganzen Freunde vom Gianluca haben dann bei uns geschlafen. Also abends haben wir dann erst noch gegrillt, als wir zu Hause angekommen sind. Um 9, ne, ungefähr. Ja, oder 9:30. 9:30? Um 9:30 waren wir, glaube ich, zu Hause. Ja. Und dann haben wir noch gegrillt mit den Freunden. Die haben dann, wie gesagt, hier geschlafen. Es war wieder Halligalli. Die denken dann nicht ans Schlafen, ne? Und die Nacht ist dann sehr kurz für mich. Mein Mann nicht, der schläft. Nur den. Ja, und am nächsten Tag haben die dann noch gefrühstückt, die Freunde. Und dann sind wir wieder ins Schwimmbad. Mit der ganzen Truppe. Also am Sonntag. Oh Mann. Ja, vorher waren wir noch beim Dönerladen. Da haben wir die Freunde noch eingeladen. Also bei uns ist immer irgendwie was los. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Meine Mutter sagt immer, also auf Italienisch so übersetzt, würde das auf Deutsch heißen, wo Kinder sind, versammeln sich immer mehr Kinder. Ne? Also ja, so heißt es auf Italienisch. Und ja, ich glaube, der Gianluca hatte Spaß an seinem Geburtstag. Ne, ich bin da schon früher aus dem Schwimmbad raus. Mein Mann hat dann noch Fußball gespielt mit den Jungs. Und ein bisschen Volleyball. Volleyball haben wir noch zusammen gespielt. Ne? Da war ich noch da. Das war richtig schön. Das hat mir viel Spaß gemacht mit den Jungs. Da habe ich so Kindheitserinnerungen gehabt. Ne? Bei uns in Italien, als ich noch dort zur Schule gegangen bin, war das nämlich ein Pflichtfach. Also Volleyball war da ein Pflichtfach. Und da haben wir auch so Turniere gemacht und so. Es war richtig schön, ja. War richtig schön. Hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Packe ich mal das noch ein, die zwei Sachen noch. So war das jetzt am Wochenende. Wir konnten ja nicht vorher dann Lukas Geburtstag feiern, weil der Max ja seinen Geburtstag gefeiert hat. Seine Überraschungsparty, ganz groß. Und er hat nichts davon gewusst. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt. Das war so witzig. Ja, wie die den dann gefesselt haben. Ne? Und die Jacke und drüber. Das war eine Decke. Echt? Ja, das war eine Decke. Ja. Und Panzertape. Oh Gott, mein armer Max, der ist total erschrocken. Ja, so war das. Und dann hat er ja von mir die Limousinenfahrt geschenkt bekommen. Ne? In Frankfurt. Für eine Stunde. Ja. Okay, meine Lieben. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann später wieder oder in einem anderen Videoabschnitt. Ich muss mal gucken, was wir jetzt heute noch filmen. Ich denke, heute filmen wir nichts mehr, dann wahrscheinlich morgen. Und deshalb würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Ne? Ja. Wir packen mal hier fleißig weiter ein. Der Papa möchte dann bestimmt Abendessen. Ja. Und... ja, dann sehen wir uns bald wieder. Also, bis dann. Tschüss. Ich melde mich jetzt doch nochmal bei euch. Ich habe jetzt alles fertig eingepackt soweit. So sieht es jetzt aus. Und hier habe ich noch den Karton. Da werde ich jetzt alles reinpacken. Hier habe ich noch von diesem Material hier, damit auch nichts kaputt geht. Und hier habe ich noch die Herzen. Das wisst ihr ja, dass ich da immer was reinfülle, damit es schön aussieht. Und ich hoffe, dass diejenige sich natürlich über mein Tauschpaket freut. Und ich sage euch dann, wer es ist. Beziehungsweise ihr seht es ja dann auf meinem Kanal. Und jetzt verabschiede ich mich aber wirklich von euch. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.